Die World of Concrete ist ein wichtiger Bestandteil im jährlichen Kalender des Las Vegas Convention Centers in Nevada. Diese internationale Fachveranstaltung für das Bauwesen ist gleichzeitig die Leitmesse in den USA. Gerade in diesem Segment zeigt die Wirtschaftskrise noch einige Auswirkungen. So ist die Ausstellungsfläche um knapp 10% auf rund 50.000 Quadratmeter gesunken. Ähnlich verhält es sich mit der Anzahl der Aussteller, die dieses Jahr trotzdem noch über 1.200 liegt. Dabei stieg der internationale Anteil bei den knapp 50.000 registrierten Besuchern. Die allgemeine Stimmung in den Hallen und auf dem Freigelände scheint trotzdem gut zu sein, denn die Anbieter treffen auf ein kompetentes Fachpublikum mit hohem Interesse. Dem Besucher fallen natürlich schnell all die großen Baumaschinen auf, die eine weithin sichtbare Präsenz in den Hallen haben. Mächtige Motorhauben, typisch für amerikanische Trucks, dominieren das Bild. Erst auf dem zweiten Blick erkennt so mancher Europäer, dass ein nicht unbedeutender Teil der Aufbauten von Ausstellern mit Wurzeln in Europa präsentiert werden. Manch ein Exponat kann sich hier nicht einmal in voller Höhe aufrichten. Motoren von Deutz sorgen dabei in vielen Fällen für einen kraftvollen Antrieb. Die deutsche Wirtgen Group zeigt auf ihrem Stand Spezialmaschinen für den Straßenbau und stößt speziell mit dem modularen Konzept auf große Akzeptanz beim Publikum. Ähnliches sehen wir auch bei ACO. Allerdings sind es hier unterschiedliche Entwässerungsrinnen aus Polyesterbeton für nahezu alle Anwendungsmöglichkeiten, die für hohe Nachfrage sorgen. Eine ganz andere Thematik ist bei Peri zu sehen. Da geht es um flexible, schnell und einfach zu installierende Gerüste und Schalungen für verschiedene Anforderungen. Deutsche Präzision ist auf dem Bau an vielen weiteren Stellen gefragt. So zeigt Leica eine Auswahl an entsprechender Optik und Lasermesstechnik zur optimalen Nivellierung. Ein wenig Las Vegas-Feeling gibt es bei Stihl. Hier kann jeder sein Glück versuchen. Aber besser bekannt ist die Marke für leistungsfähige und einfach zu bedienende Werkzeuge. Bei den meisten Ständen in den Hallen steht aber eher die konzentrierte Information über die Produkte oder Dienstleistungen im Vordergrund. Dafür gibt es im Freigelände deutlich mehr Action. Denn viele große Namen haben hier, im wahrsten Sinne des Wortes, ihre Zelte aufgeschlagen und präsentieren nicht nur Kunst am Bau, da heißt es hands-on, nicht nur bei Bosch, und es darf nach Herzenslust probiert und verglichen werden. Nicht nur wer oder was bohrt das schönste Loch. Bei Hilti rockt's. Nicht nur von der Musik aus dem VW-Bus Oldtimer. Richtig zur Sache geht es an massiven Betonblöcken, die dem neuen elektrischen Bohrhammer nicht lange widerstehen können. Auch ein Vergleich der herkömmlichen Presslufthammertechnik ist möglich. Fast wie im Ballett muten die Schleifmaschinen an, mit denen hier schwindelfreie Akteure eine Betonoberfläche bearbeiten. So sieht es hier fast so aus, als ob auch die Baubranche wieder sonnigen Zeiten entgegengeht. So werden die meisten Aussteller bald für die nächste Veranstaltung planen.